Freunde, die ungeschlagenen Rheinfire heute gegen Frankfurt Galaxy. Es geht um alles. Denn zum einen hat Galaxy das erste Spiel gegen Rheinfire verloren. Da gibt es also eine Rechnung zu begleichen. Und zum anderen sieht das aktuelle Playoff-Picture wie folgt aus. Die Vienna Vikings mit 12-0 ganz klar auf den Number One Seed. First Round Bye und ein Platz im Halbfinale ist sicher. Und jetzt kommt der Kracher. Galaxy und Rheinfire machen heute das zweite Bye unter sich aus. Wenn Galaxy heute mit mehr als 24 Punkten gegen Rheinfire gewinnt, bedeutet das den Number Two Seed, First Round Bye und einen direkten Platz im Halbfinale. Ansonsten bleibt es beim 4 Seed und Galaxy muss sich nächste Woche im Wildcard Game beweisen. Egal was heute passiert, wir werden auf jeden Fall zum 24.09. zum ELF Championship Game in Duisburg sein. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch dieses Video nicht verpassen wollt. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit bis Kickoff. Wir gehen nochmal ein bisschen hier rum. Auf jeden Fall schon einiges los hier. Hier auch echt ganz viele Essensstände. Also Stimmung sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Stimmung ist ausgelassen. Hier auch einige Romantiker da auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Hier haben wir einen Merchstand. Kann man sich schon was kaufen, wenn man Bock hat. Auf jeden Fall, was ich sehr, sehr geil finde, es gibt hier nicht nur Trikots von Galaxy oder Rheinfire, sondern da kommen Leute auch in... Hier haben wir Coles Trikots. Was habe ich gesehen? Vikings habe ich noch gesehen. Dankeschön. Also es ist hier einfach echt ein sehr, sehr buntes Fest und es gefällt mir sehr, sehr gut. Football is Family. Alter, guck dir das an, geil. Icke ist tatsächlich auch am Start. Frankfurt Galaxy! 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 Hier ist der Coach. Komm Junge, 3.09. Zweite und eins, auf geht's. Und der ist gut! Wie groß ist der? Ja! Und der ist direkt gestoppt! Rheinfire hat gerade einen geisteskranken Touchdown geworfen, Alter. Uah. Interception geworfen für Frankfurt gerade. Touchdown Rheinfire. Das ging schnell, Alter. PAT diesmal gut. Schön PI abgeholt, Automatic First Down, 1-Yard-Line, let's go. Komm Junge! Alter! Fumble, heiße Kartoffel,
aber zumindest kein Pick 6, das war echt knapp gerade. Dementsprechend klein ist Sammel. Und der Ball liegt an der 10-Yard-Linie. Also, Quarterback war schon down, beziehungsweise der Spielzug war schon beendet. Kein Fumble, keine Recovery. Second down. Es gab jetzt gerade eine Challenge von Frankfurt. So, Malte Scholz hat wieder das Wort. The runner has crossed the goal line before he has been. Yes! Ganz schön, Baby! Viel zu viel Zeit. Ryan Fire gönnt sich gerade einige Penalties. Das Play von gerade eben wurde wieder reversed. Mit einem Holding Penalty. Wir machen gerade ganz schön Meter zurück. 2. und 30 einfach. Nummer 13 hat gerade schön die Butterfinger ausgepackt. In der Luft. Ja, Touchdown, Ryan Fire. 21-19, 21-20, wenn der Kicker den PAT jetzt macht. Ja. Eschenegger Kirsch, 21-20, 6:50 noch im zweiten Viertel zu spielen. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a touch as... Starker Hit. Geisteskranker Catch, Alter, von Ryan Fire gerade. Es waren locker 3 Yards oder so. Ryan Fire hat den Spieß umgedreht. 21-27 für Ryan Fire. Live 2-Minute-Warning für die erste Halbzeit. Frankfurt musste eine Packung drauflegen. Ja, komm. Jawohl. Pick 6, Ryan Fire. Das heißt jetzt kurz vor der Halbzeit ein Two-Scoring-Game für Frankfurt. Wird schwer. Ja.
Zweite Halbzeit hat gerade angefangen. Es ist ein Two-Scoring-Game. Ist nicht unmöglich. Frankfurt muss aber definitiv noch eine Scheibe drauflegen jetzt. Dritter und 12. Dritter und 6, der ist wichtig. Field Goal wäre auch wichtig. Punkte sind wichtig einfach. Jawohl, Junge! Wichtig. Und der Return unterwegs. Stop it. Und er geht über außen. Steht 28 zu 34. Ryan Feier ist im vierten Versuch. Vierte und 1 Düsseldorf. Sollte gereicht haben. Rheinfeier, glaube ich, schon wieder mit so einer 30-Yard-Bombe. Hör mir auf, Alter. Ja, Frankfurt hat jetzt mal gechallenged, ob der Pass komplett war. Play ist under review. Das Play ist gerade under review. Es sieht so aus, als hätte der Spieler den Ball auf dem Boden verloren. Also für mich sah das so aus, als hätte er den Ball gefangen gehabt, aber auf dem Boden verloren. Also nicht wirklich Possession gehabt, meiner Meinung nach. Entscheidung kommt jetzt. After further review, the ruling on the field stands. Complete catch. PAT ist gut, ne? Spielstand 28-41. 2 Minuten im dritten Viertel. Es bleibt spannend. Während oder nach dem Spiel kurz am VIP-Counter. Und der Richard nach unten. Dritter und 27 kommt jetzt. Außenwunde. Komm! Ah. Zumindest das Field Goal haben wir jetzt gerade gemacht. 31-41. Ein Viertel to go. Ryan Feier erhöht auf 47-31, mit dem PAT 48-31. Three-scoring game jetzt. Sieht schlecht aus. 11 Minuten noch auf der Uhr. Jawohl! Boah, lange Kirsche. Alex, ich glaube nur mit der langen Kirsche in die Endzone von Ryan Feier. Neuer Spielstand 38-48, noch über 8 Minuten zu spielen, es ist noch alles drin. Humble recovery.
von Frankfurt. Spielstand 38-48. Frankfurt kriegt den Ball an der eigenen 20. Noch 6 Minuten zu spielen im vierten Quarter. Krimi. Wir sagen Dankeschön an 10.027 Zuschauer! Ganz schöner Quarterback-Sack von der 92 gerade. Wir haben natürlich die Yards verloren, aber weitermachen. Dritte und eins, der wäre jetzt wichtig. Und wir schauen nochmal, wo der Ball platziert wird. Und das hat gereicht. 9. First down. Hat wohl doch nicht gereicht. 4 und Inches. Hat nicht gereicht. Ein Fire macht das jetzt clever, läuft viel, lässt die Zeit runterlaufen. Ja, das Ding ist over. Das Ding ist durch, Ryan Fire kniet ab. Frankfurt nimmt doch gar nicht mehr die Timeouts. 38-48, Endstand, richtig geiles Spiel gewesen. Richtiger Krimi. Und damit läuft die Uhr gleich runter. Endstand